Servus, die Burm. Achso, ich darf nicht nach vorne gehen, ja, genau. Ich wünsche einen schönen Abend hier beim netzpolitischen Abend. 21. seiner Zahl. Und heute haben wir ein bisschen ein vorweihnachtliches Chaos, deswegen beginnen wir später, haben auch nur ein Mikrofon. Wir werden uns bemühen, trotzdem alles hörbar und sehbar zu machen. Und ich möchte eigentlich jetzt gleich in den ersten Vortrag gehen, vor allem, weil wir schon so spät dran sind, und Birgit Hofstetter zu mir nach vorne bitten, die heute über Remix als mediapädagogische Strategie sprechen möchte. Du hast einen Background in Gender Studies und Wissenschafts- und Technikforschung. Da, glaube ich, schreibst du auch gerade deine Dissertation an der Uni Klagenfurt und bist auch Mitglied der AG Queer STS, also Wissenschafts- und Technikforschung in Graz. Nebenbei bist du auch noch Geschäftsführerin der Internationalen Akademie in Traunkirchen, selbstständige Yoga-Trainerin und grüne Gemeinderätin in Steinbach am Attersee. Und ich habe jetzt ein bisschen nachgeschaut, worüber du arbeitest und worum es auch in deiner Diss geht. Und da habe ich gelesen, du schaust dir an, in welcher Weise Menschen Massenmedienproduktion nutzen, um über bestimmte Themen einen Zugang oder eine Teilhabe zu finden, nämlich zum Beispiel Themen wie Geschlecht oder sexuelle Orientierung. Und du schaust dir an, wie sich diese Formen der aktiven Rezeption eben untersuchen lassen, aber auch nutzen lassen in pädagogischen Zusammenhängen. Und das wirst du uns, glaube ich, jetzt erzählen. Und nachher gibt es eine Diskussion, wir haben heute ein bisschen mehr Zeit. Aber wir haben nur ein Mikro, das ich dir jetzt übergebe. Und ich hoffe, das ist jetzt für dich nicht zu umständlich, weil du jetzt eine Hand oder auch die ganze Zeit umhängen, wie du möchtest. Ich glaube, ich richte das so. Wenn das so in Ordnung ist, dass ich da ein bisschen statisch stehe und meine Notizen hier vor mir haben kann. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier heute über mein Herzensthema sprechen kann, zumindest eines meiner Herzensthemen, die mich gerade bewegen. Im Remix als medienpädagogische Strategie zu Also die Ausgangslage für meine Überlegungen ist, also es ist eigentlich sehr naheliegend, sehr selbstregend, dass wir spätestens mit der Teilhabe an sozialen Medien zu Mediengestalterinnen werden. Und dabei fasse ich den Begriff von Mediengestaltung schon sehr weit. Also für mich ist sogar ein kleiner Kommentar zu einem Beitrag schon ein mediales Produkt. Der Umgang mit Medientechnologien wird allerdings derzeit noch informell gelernt, also wir besuchen kaum Kurse oder lernen das in der Schule. Und der Fokus bei diesem Lernen liegt auf Anwendungswissen. Wir wollen, dass etwas passiert und wir suchen uns den Weg dorthin. Wie schaffen wir es, dass wir einen Kommentar ins Internet stellen? Wo wir aber nach wie vor ein Defizit haben, das ist eine Praxis, in der wir ein Reflexionsvermögen bei der Gestaltung und bei der Veröffentlichung uns aneignen können oder wo das gefördert wird. Für mich ist Popkultur ein interessantes Feld, in dem wir so kritisches und reflektiertes Medienhandeln beobachten können. Nicht überall, aber immer wieder. Und mich hat ein spezielles Video, auf das ich dann später noch zu sprechen kommen möchte, besonders inspiriert, auch zu dieser Arbeit inspiriert. Und ich möchte mir dann eben anschauen, wie sich Rezipientinnen gegenüber Massenmedienprodukten, also Popkultur, auf kreative Weise zustimmend oder kritisch positionieren. Und wie gesagt schon, mein spezielles Interesse liegt eben auf der Darstellung, und auf dem Diskurs für Geschlecht und Sexualität, sexuelle Orientierung. Ich möchte nur kurz was zu meinem Verständnis von medialen Texten sagen. Ich rede hier über mediale Texte im weitesten Sinn. Das heißt, für mich ist nicht nur geschriebenes ein Text, sondern auch audiovisuelles Material. Das ist auch ein Text für mich. Und in Analogie zur aktuellen Netzwerktheorie, die aus den Science and Technology Studies kommt, nach der technische Artefakte durch ihre Wirkmacht auf unser Verhalten zu Akteuren werden, sehe ich auch Texte als Akteure. Also sie gestalten soziale Verhältnisse mit, sie transportieren, verfestigen oder destabilisieren gesellschaftliche Normen und Werte und sie entwickeln unabhängig von unserer Intention als Urheberinnen eine eigene Wirkmacht und damit werden sie zu Akteuren.
Schauen wir uns einmal ein Beispiel für so einen wirkmächtigen Text an, die Twilight Saga. Wer in diesem Raum hat noch nie etwas von der Twilight Saga gehört? Ich meine jetzt nicht, wer hat noch nie den Text, noch nie das Buch oder den Film gesehen, sondern wer hat noch nie das Wort Twilight Saga gehört? Okay. Also, das zeigt schon, so, ich habe jetzt zwei, drei Hände gesehen, das zeigt schon, wie sehr diese Geschichte, dieser Text Teil unserer kollektiven Bilderwelt geworden ist. Ich möchte kurz zeigen, was Sie in Bezug auf Geschlecht und Sexualität transportiert. Für mich sind das eben sehr wichtige Themen. Ich meine, wir haben jetzt gerade Ehe für alle, also und die Resonanz zu diesem Thema ist sehr groß. Sehr umstritten. Das zeigt, das Thema ist auch für uns in der Gesellschaft sehr relevant. Und ich möchte auch zeigen, welche Reaktionen sie bei Rezipientinnen inspiriert hat. Also zur Erklärung, ganz kurz, das ist ein Entwicklungsroman in vier Teilen, der dann in fünf Teilen verfilmt worden ist. Es geht um eine Romanze zwischen einem menschlichen Mädchen, das sich in einen Vampir verliebt und einen Werwolf gibt es dann auch noch. Und mich hat der erste Film schon dermaßen, der ist mir schon dermaßen auf die Nerven gegangen, dass ich mich daran irgendwie abarbeiten musste und habe mir als therapeutisches Mittel der Wahl habe ich eine wissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben, so eine Art und Weise mit denen umzugehen. Ich habe mich damals gefragt, was jugendliche Rezipientinnen potenziell von der Twilight Saga über Geschlecht und Sexualität lernen können. Und das ist ja sehr beliebt, eine beliebte Geschichte unter Jugendlichen gewesen, vor allem unter jungen Frauen. Und das heißt doch, ich betrachte das Filmschauen als informelles Lernsetting. Medien erzählen uns etwas über gesellschaftliche Verhältnisse, über was anerkannt ist in unserer Gesellschaft, über Idealzustände und auch darüber, was unerwünscht ist. Zudem habe ich dann für meine Analyse natürlich auch eine queer-feministische Brille aufgesetzt. Das heißt, ich sehe heterosexuelle Normen in der Gesellschaft kritisch, ich sehe auch die geschlechtliche Binarität in der Gesellschaft kritisch und ich habe mir auch angeschaut, wie die Geschichte im Machtverhältnis zwischen Geschlechtern konstruiert. Nachdem Vampire ja eine zentrale Figur in der Geschichte sind, habe ich mir Vampire als geschlechtliche und sexuelle Wesen angeschaut. Und die Vampire sind nämlich, wenn wir uns die Geschichten vor Twilight vergegenwärtigen, queer. Und zwar sowohl in sexueller wie auch in geschlechtlicher Hinsicht. Queer bedeutet im weitesten Sinne von der Norm abweichend. Also, hat dann eine sexuelle Konnotation, aber wenn man das ein bisschen weiter fasst, heißt es einfach nicht normal. Warum sind jetzt Vampire queer? In ihrer Fortpflanzung, ihre Fortpflanzung funktioniert über den Biss oder über Praktiken, in denen der Biss eine spezielle zentrale Rolle spielt. Und damit ist der Biss symbolisch für den Sexualakt, wodurch der Mund dann zum Sexualorgan wird. Und der Mund ist bei allen Vampiren, egal ob sie vorher männlich oder weiblich als Mensch waren, ja überall dasselbe. Das heißt, die Spezies Vampir ist eine eingeschlechtliche Spezies. Ja? Und außerdem wirkt das Vampirwesen, wenn wir jetzt so an frühere Vampirgeschichten vor Twilight denken, nicht unbedingt wählerisch dahingehend, was sie beißen. Das heißt, man könnte, wenn man das jetzt das sexuelle Begehren jetzt irgendwie benennen wollen würde, das würde man dann als pansexuell bezeichnen. Also alles beißend. Und Twilight bedeutet jetzt für das queere Vampirwesen eine Zäsur. In Twilight haben wir zunächst drei Spezies, das sind die Menschen, Vampire und Werwolf. Die menschliche Spezies wird durch Bella durch das Mädchen repräsentiert, die beiden übermenschlichen Wesen, Werwolf und Vampir, werden durch Jacob und Edward, zwei männliche Figuren, vertreten. Damit wird das Geschlechterverhältnis hinter dieser Unterscheidung der Spezies versteckt und gleichzeitig verstärkt. Also indem die männlichen Charaktere aufgrund ihrer übermenschlichen Fähigkeit dem Menschlichen immer überlegen sind, sind die zwei männlichen Charaktere auch dem Mädchen immer wieder überlegen. Und damit wird ein traditionelles, binäres, hierarchisches Geschlechterverhältnis
konstruiert. Damit aber nicht genug, Vampire werden zudem entqueert in ihrer Geschlechtlichkeit. Achtung, Spoiler, in Twilight können nämlich Männer, also männliche Vampire, mit weiblichen, menschlichen Frauen Kinder zeugen. Und damit können sie... Was? Das höre ich jedes Mal. Und damit wird das Vampirwesen wieder verzweigeschlechtlich. Das heißt, können männliche Vampire etwas, das weibliche Vampire nicht können, nämlich diese für Menschen normale Fortpflanzung. Genau. Auch in Bezug auf Sexualität hat sich die Autorin etwas Besonderes überlegt. Es gibt nämlich gute und böse Vampire, wobei sich die guten Vampire von Tierblut ernähren und die bösen von Menschenblut. Die guten werden dann als vampirische Familie dargestellt, so wie hier auf dem Bild, die wiederum aus heterosexuellen Paaren besteht. Also es gibt Vater, Mutter miteinander verheiratet und es gibt dann diese Pflegekinder, die wiederum untereinander verheiratet sind in heterosexuellen Paaren. Lediglich ein Pflegesohn hat noch keine Partnerin gefunden, bis er sich dann eben in dieses Menschenmädchen verliebt oder besser gesagt in den Duft ihres Blutes. Und damit beginnt halt dann die Geschichte von Twilight. Das heißt, die guten Vampire stellen das gesellschaftliche Ideal dar, das vor allem daran zu erkennen ist, dass die Protagonistin, dass die Geschichte der Protagonistin darauf hinausläuft, dass sie zu Vampirin wird und schließlich dann auch Teil von dieser heterosexuell strukturierten Familie wird. Und durch diese Hyperheterosexualisierung der Guten und die Dämonisierung der bösen Vampire werden die queeren Charaktere in dieser Geschichte marginalisiert. Ja, soweit zur Darstellung von Sexualität und Geschlecht in der Twilight-Saga, wobei ich sagen möchte, dass ich hiermit nicht meine Kritik an der Twilight-Saga erschöpfe, aber aus Zeitgründen muss ich mich hier ein bisschen einbremsen und möchte weitergehen. Zu diesen Rezipientinnen-Videos, die mich jetzt in meiner jetzigen Arbeit so beschäftigen. In Bezug auf diese Videos habe ich eine Menge von Produktionen mir auf YouTube angeschaut, habe eine Stichprobe zusammengestellt, von der ich glaube, dass sie eine möglichst große Bandbreite zeigt, welche Arten von Videos es zur Twilight-Saga gibt, die das irgendwie kreativ aufgreifen und erzählen, nacherzählen oder umerzählen. Die Erzähltechnik, die unter diesen Videos dominiert, ist der Remix und deswegen möchte ich heute über das sprechen. Und mich interessiert auch am meisten, wie Rezipientinnen sich die Geschichte widerständig aneignen. Also ich möchte jetzt nicht etwas darüber erzählen, wie Remix zum Nacherzählen verwendet wird. Und da habe ich zwei Beispiele heute. Und zwar Slash, das ist so ein widerständiges Genre. Hier werden gleichgeschlechtliche Romanzen mit Charakteren erzählt, die im Original so nie zusammengefunden hätten. Das gibt's, dieses Genre gibt es seit Star Trek. Also es gibt auch zu Captain Kirk und Spock gibt es zum Beispiel Slashs. Und für Twilight gibt es eine Bandbreite von Jacob Edward, Jackbird Romanzen. Und eine besonders gelungene, finde ich, ist der Tropic Twilight Trailer. Den möchte ich hier zum Nachguss empfehlen. Also einfach auf YouTube eingeben, Tropic Twilight Trailer und genießen. Dabei werden Szenen, in denen die beiden männlichen Charaktere sich entweder mit Bella unterhalten oder über Bella in ihrem Begehren zu ihr. Und die werden so geschnitten, dass Bella quasi rausfällt aus dieser intimen Szene und quasi die Intimität zwischen den beiden männlichen Charakteren sich aufbaut. Und dann ebenso dieser Brokeback Mountain Soundtrack dazu, damit man ja nichts missversteht. Und der Brokeback Twilight Trailer formuliert außerdem eine Kritik an der heteroromantischen Mainstream Agenda, heißt es nämlich: I never saw it coming to a theater near you. Also so, was wäre, wenn Twilight eine schwule Romanze wäre, hätte sie das denselben Erfolg gehabt. Das zweite Genre, das ich sehr super finde, ist das Political Remix Video. Das hat Jonathan McIntosh, der sich selbst als Pop-Culture-Hacker bezeichnet,
beschreibt es als Genre of Transformative Duty Self-Media Production, whereby creators dig power structures, also die Machtstrukturen, deconstruct social myths and challenge dominant media messages through recutting and reframing fragments of mainstream media and the popular culture. Das heißt, unter Umständen kann das Material gegen sich selbst gewandt werden. Und es war sein Video Buffy vs. Edward, das mich dann zu dieser Arbeit inspiriert hat. Das ist eines der ersten Remix-Videos, die ich zu zweit gesehen habe. Er arbeitet darin die Romantisierung von Stalking in Twilight auf. Er ersetzt dabei Bella durch Buffy, die Vampirjägerin, die sich im Gegensatz zu Bella gegen Edwards besitzergreifendes Verhalten zur Wehr setzt. In Twilight ist es auffällig, dass Edward immer in Bellas Nähe ist, sie aus lebensbedrohlichen Situationen rettet und ihr beim Schlafen zuschaut. Allerdings scheint sie das nicht großartig zu stören. Im Gegenteil, es sind genau die Szenen, wo diese seltsame Nähe, dieses Nahsein thematisiert wird, genau diese Szenen erzeugen die Intimität zwischen den beiden Charakteren. Und das sind die Szenen, die so irrsinnig romantisch rüberkommen. Und wenn man hört, was sie reden, dann denkt man sich einfach nur, was redet sie da? Macintosh zeigt dann diese Problematik auf, indem er eben anstelle von Bellas Phlegma Buffys Selbstbestimmtheit, resolute Selbstbestimmtheit setzt und die Geschichte darauf zuspitzt, dass Edward die Zurückweisungen irgendwie nicht ganz checkt, bis zu dem für ihn bitteren Ende. Also auch ein Video, das ich sehr empfehlen kann zum Nachjustieren. Und dieses Genre, das politische Remix-Video, hat mich so beeindruckt und ich habe mir überlegt, ob es möglich wäre, so etwas im Schulunterricht einzubauen. Also ich habe AHS-Lehrerin gelernt und habe mich dann doch für die Wissenschaft entschieden. Sie haben mich lustiger gefunden, es in der Schule zu stehen. Und mich zieht es aber trotzdem immer wieder in die Schule und deswegen habe ich mir überlegt, ein Schulprojekt dazu zu machen, das mir dann der Zukunftsfonds Steiermark ermöglicht hat. Ich habe da mit einer noch Grazer neuen Mittelschule gearbeitet, 3 dritte Klassen mit insgesamt 60 Schülerinnen. Die Schule hat den Ruf, besonders herausforderndes Klientel zu betreuen, also es ist so in einer übrigen Punktschule unter Anführungszeichen. Aber das war für mich gerade der Prüfstein, wenn es dort funktioniert, dann funktioniert es in einer AHS auch. Ich möchte kein Projekt in einer AHS ausprobieren und nicht wissen, ob das dann in Kontexten funktioniert, wo ich eigentlich will, dass es wirkt. Das Projekt war dann in 3 Phasen strukturiert. Zunächst haben wir uns inhaltlich vorbereitet, das Überthema Fairness haben wir verändert und da habe ich dann Geschlecht und Sexualität so ein bisschen reingemischt. Ich wollte nicht gleich mit der Türe ins Haus fallen, wollte auch erst schauen, wie die Jugendlichen auf das Thema ansprechen. Und ich habe sie halt in einem Alter erwischt, in dem sie das sehr interessiert und schließlich wurde das auch eines der zentralen Themen, die wir dann bearbeitet haben. Ich habe dann auch noch zusätzliche Workshops mit Queer Connection hier aus Wien organisiert. Genau, und in der 2. Phase haben wir uns dann mit einer Medienanalyse 2 ihrer Lieblingsserien, nämlich Two and a Half Men und The Simpsons, angeschaut und Szenen von Ungerechtigkeit herausgearbeitet. Und zum Schluss haben die Schülerinnen dann eigene Remix-Videos gemacht, woran mir gesagt wurde vorab, dass ich nicht recht viel erwarten darf, technischer Kompetenz am Computer. Und somit habe ich mich hingesetzt und habe das Material vorbearbeitet, habe schon kleine Videoclips geschnitten, transkribiert. Das sind diese Papierschnipsel, die da in der rechten Seite oben zu sehen sind. Und mit diesen Papierschnipseln haben sie eigene Drehbücher zusammensetzen können. Und auf jedem Schnipsel ist die Referenz zum dazugehörigen Clip gestanden und dann haben sie die Clips eigentlich auch nur mit zusammensetzen müssen, die Übergänge bearbeiten und Effekte versehen. Wie insgeheim vermutet, war jetzt das Zusammensetzen der Clips nicht die große Herausforderung für die Kids. Die Hürden lagen dann eher beim Inhalt, dass sie die verstehen, dass sie Ironie erkennen. Vor allem bei den Simpsons ist ja sehr viel gesellschaftliches Wissen über die USA erforderlich, um auch wirklich die Witze zu verstehen. Und das war natürlich bei den Jugendlichen nicht vorhanden. Deswegen haben wir uns ja auf der wörtlichen Ebene befunden bei den Jungs.
Nachdem wir die Schülerinnen ein bisschen herumspielen ließen, wollten wir dann den kritischen Gehalt der Videos ein bisschen erhöhen und haben dann angefangen, Vorschläge zu machen. Und sind dabei spätestens dort an Grenzen gestoßen, wo das Thema die eigene Identität irgendwie gefährden hätte können oder wo das Thema ein Tabu war, das in der Gruppe eher nicht angesprochen wurde. Und da ist spätestens halt bei der eigenen Sexualität, also es war ein Remix über Schwule, es war grenzwertig. Also es hat geholfen, diese Vorsensibilisierung hat gut geholfen. Da waren die Kids, die das mitgemacht haben, waren dem offen gegenüber, aber Jugendliche, die erst im Laufe vom Schuljahr dazugekommen sind und diese Sensibilisierungsphase nicht durchgemacht haben, die haben sich sehr stark in ihre Identität bedroht, wenn die auf einmal über Sexualität gesprochen haben. Und da muss man sehr sensibel sein. Außerdem haben wir festgestellt, dass der Erfolg eines solchen Projekts steht und fällt mit der Identifikation der Lehrenden mit dem Thema. Also wenn sie sich die Lehrenden mit dem Thema unwohl fühlen, dann das gerne zu funktionieren. Ich habe das Projekt dann noch für ein Hochschulseminar adaptiert, habe das für die Erziehungswissenschaften an der Uni Klagenfurt verwendet. Also, da haben die Studierenden dann auch selbst Remixes gemacht. Da habe ich auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Genau. Und für mich war dann einfach, was möchte ich mit dieser Arbeit? Ich möchte dazu beitragen, dass Menschen Mediengestaltung als eine Art des Selbstausdrucks praktizieren, der ohne Hassbotschaften auskommt. Ich möchte, dass Medienbildung bald mehr als ein bloßes Ausbilden von Anwendungskompetenzen ist und dass Menschen sich ermutigt fühlen, über eigene Medien an gesellschaftspolitischen Diskursen teilnehmen. Und damit möchte ich gerne schließen und freue mich, wenn Fragen und Anregungen kommen. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, ich muss auch da nach hinten. Die Fragen werden wir immer wiederholen, okay, damit man das im Stream auch hört. Gibt es jetzt Fragen direkt zum Vortrag? Ich glaube, der Vortrag ist eine wunderbare Brücke zu dem jetzt nachfolgenden Vortrag. Vielleicht werden sich nach beiden Vorträgen einige Fragen ergeben, nämlich im Hinblick auf wie kann man sozusagen auch schon sehr früh beginnen, eine gewisse Medienkompetenz oder wie das immer genannt wird im Englischen, absurderweise Literacy, was aber wiederum gut zu zum Konzept des Textes passen wird. Also wie kann man so etwas ausbilden, um überhaupt zu so etwas wie Netzfrieden zu kommen. Also vielleicht denke ich mir, sammeln wir dann mal so Gedanken und dann machen wir die Gesamtdiskussion vielleicht am Ende. Ich sehe, wir haben gerade ein Mikro. Das heißt, die Vorträge konnten sich das jetzt wirklich draufstecken. Ist vielleicht angenehmer, als das zu halten. Ja? Ihr braucht noch eure Präsentation. Also ich finde das auch faszinierend, dass es eben diese Remix-Kultur gibt, aber dass sie uns allen so offen steht in den sozialen Medien. Buffy versus Edward war mir auch noch nicht bekannt, aber das werde ich mir auf jeden Fall dann nachher anschauen. Ich denke mir, die Simpsons und Two and a Half Men, gibt sicher auch etwas her. Und wenn ich dann so an diverse politische Akteure denke in unserem Land, wäre es vielleicht auch ganz spannend, da mehr von Jugendlichen im Videobereich machen zu lassen und das nicht nur Maschek oder so zu überlassen. Genau, also ich glaube, wir sind soweit. Wer möchte sprechen? Ah ja, stell euch einfach gleich mal vor. Der nächste Vortrag und damit auch der letzte heute, da wir eben nur zwei Vorträge haben, widmet sich dem Thema NetPeace. Das ist eine Initiative, die seit September von Greenpeace gestartet wurde. Zu uns gekommen sind Sabine Beck und Matthias Neumeier. Sabine wird uns ein bisschen erzählen, was dahinter steht, warum Greenpeace diesen Schritt jetzt setzt, gerade jetzt, und was Greenpeace vorhat. Und ich denke mir, ich habe einige Fragen schon notiert, die werde ich mir einfach aufnehmen für nachher. Und jetzt nehme ich an, wirst du das vielleicht aufsetzen wollen? Das würde ich total gerne. So, oder? Ja, ich nehme an. Bin mir nicht so ganz sicher. Andersrum. Wie kriegen wir das hin?
Ja, natürlich, aber ist es sehr laut? Ist das okay? Ja? Super. Okay, wir wollen nur eine Brille. So, besser? Ohne Atmen? Okay. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir hier sein können. Mein Name ist Sabine Beck, das ist der Matthias Neumeier. Wir arbeiten ganz eng zusammen in dieser Kampagne, in dieser Initiative, die im September online gegangen ist, initiiert von Greenpeace. Das ist das Mutterschiff und wir sehen uns auch in der Tradition natürlich mit sämtlichen Werten, die Greenpeace vertritt. Und jetzt ist natürlich, seit wir draußen sind, damit in der Welt kommen, immer wieder zuerst zwei große Fragen, und mit denen möchte ich gerne einsteigen. Warum macht Greenpeace jetzt auf einmal Netzpolitik? Und was hat Umweltschutz mit Social Media zu tun? Und deswegen fangen wir damit an. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg und sind berechtigte Fragen für so einen Abend. Ja, um das zu beantworten, und jetzt brauche ich doch meine Brille, müssen wir tatsächlich ein bisschen über den Tellerrand blicken. Nicht sehr weit, in erster Linie mal nach Ungarn oder überhaupt in die Ostblockstaaten. Ungarn ist vor unserer Haustür und wenn wir Ungarn sagen, dann sagen wir jetzt Ungarn unter Viktor Orban. Die politische Repression durch Autokraten unserer Tage verläuft stets nach demselben Muster. Zuerst werden die politischen Gegner diskreditiert, dann staatliche Institutionen angegriffen und kritische Medien neutralisiert. Parallel dazu werden zivilgesellschaftliche Organisationen unter Druck gesetzt. Wir erleben das ganz, ganz stark in Ungarn. Unsere Kolleginnen und Kollegen dort in den Büros berichten uns von massiven Maßnahmen. Und wir sehen da eine große Gefahr, nicht nur in Ungarn, nicht nur in Polen, nicht nur in Rumänien. Wir sehen das auch hier sehr, sehr auf uns zukommen. Wir beobachten das in vielen Staaten der Welt. Seit einigen Jahren aber eben auch mitten in Europa. Ungarn ist unter Viktor Orban Vorreiter dieser Entwicklung, die von staatlicher Vorreiter dieser Entwicklung geworden. Sehr rasch wurden unliebsame Nichtregierungsorganisationen, also NGOs, wie zum Beispiel Greenpeace, die von staatlicher Finanzierung abhängig, nicht abhängig sind, Geld abgedreht. Da geht es um Spendengelder. Greenpeace ist unabhängig, wir nehmen von Firmen, Unternehmen, aber eben auch von staatlicher Seite keine Gelder an, sondern sind rein durch Spendengelder von Einzelpersonen finanziert und natürlich auch Stiftungen. Und dann muss ich euch jetzt kurz erklären, wie der Hintergrund ist. Seit Mitte 2017 ist die Verordnung in Ungarn gekommen, dass jede NGO, die mehr als 1.600 Euro erhält an Spendengeldern aus dem Ausland, auf jedem Flyer, auf jedem Bickerl, auf der Homepage, auf Facebook, egal wo, sich als Foreign Agent deklarieren muss. 1.600 Euro im Jahr sind natürlich schnell überschritten und vor allem ist es natürlich schwierig für unsere Büros und generell für NGOs im Osten Spendengelder zu generieren. Natürlich werden die mitfinanziert aus den westlichen Ländern. Ja, ja, in Rumänien haben unsere Kolleginnen erst vor kurzer Zeit ein Banner durch die Straßen getragen und auf dem war zu lesen, Democracy is the cleanest environment. Dieser Satz gefällt uns sehr, sehr gut, weil der sagt eigentlich sehr viel aus über das, was wir tun. Er fasst in 5 Worten zusammen, warum wir es für so notwendig erachten, auch in der digitalen Welt aktiv zu werden. In nichtdemokratischen Gesellschaften ist es für die Zivilgesellschaft und für deren verlängerten Arm, nämlich NGOs, nur sehr schwer möglich, für die Interessen derer einzustehen, die keine finanzkräftige Lobby im Rücken haben und keine Großkunden, die sie finanziell unterstützen. Auch in Österreich, und da nennen wir einfach nur mal das Stichwort Überwachungspaket, sind diese antidemokratischen Tendenzen mehr als sichtbar. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, den wir für sehr, sehr wichtig erachten. Spätestens seit der Wahl von Donald Trump sind Journalisten, Wissenschaftlerinnen, aber natürlich auch jede einzelne Organisation, die faktenbasiert arbeitet, mit einem Phänomen konfrontiert, das zu einem globalen Problem geworden ist, nämlich gezielt verbreiteter Desinformation.
sogenannte Fake News, und das Wort benutzen wir sehr, sehr ungern, weil das einfach ein Wording ist, das mittlerweile von Trump täglich benutzt wird, sind die Grundlage für Hass im Netz. Fake News und Hass im Netz gehen einfach Hand in Hand. Fehlinformationen bezüglich marginalisierter Gruppen werden im Netz gezielt verbreitet, um eine bestimmte Stimmungslage zu erzeugen. Hier sind natürlich besonders Menschen mit Migrationshintergrund betroffen, aber auch, und das wissen wir nicht nur nicht erst seit der MeToo-Bewegung, natürlich auch Mädchen und Frauen. Mädchen und Frauen, die im Netz ihre Stimme erheben und so im politischen Kontext sich äußern, öffentlich, werden damit konfrontiert, dass sie sofort wieder bestraft werden, in dem Moment, wo sie die Stimme erheben. Es gibt jetzt da ganz aktuell eine Studie dazu, die sehr interessant ist, die besagt, dass Frauen viel weniger aktiv sind in den sozialen Medien, viel weniger kommentieren, viel weniger Meinungsäußerungen tun, als es Männer tun. Wenn man natürlich dann sofort, in dem Moment, wo man sich äußert, mit Gewaltandrohungen, sexualisierter Gewalt, sonstigen Shitstorms konfrontiert ist, dann fällt es das nächste Mal gleich viel schwerer, einen Kommentar zu geben oder ein Statement zu tätigen. Desinformation ist natürlich kein neues Phänomen. Das gab es schon immer wahrscheinlich. Falschmeldungen und Gerüchte wurden wahrscheinlich auch schon im Mittelalter gestreut. Neu hingegen ist aber die rasende Geschwindigkeit, mit der sich diese Falschmeldungen, Gerüchte, Stimmungen im Netz verbreiten. Das hat mit der Geschwindigkeit auf Social Media zu tun. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass wir hier mit Filterblasen, mit Echokammern und eben mit Algorithmen konfrontiert sind. Mit Algorithmen, die nicht erforschbar sind, weil sie nicht geöffnet werden. Was den meisten Leuten, die sich da draußen auf Social Media bewegen, einfach nicht bewusst ist, ist, dass wir es hier mit Großkonzernen zu tun haben, und zwar mit gewinnorientierten Großkonzernen. Wer Geld hat und seine Message weit streuen möchte und weit verbreiten möchte, kann das unterstützen durch Werbeschaltungen. Das ist im politischen Kontext natürlich ganz besonders interessant und hat Auswirkungen. Es gibt viele Stimmen, die bezweifeln, dass Donald Trump ohne Social Media heute Präsident sein müsste, zum Beispiel. Das Geschäftsmodell von Facebook, Twitter und Co. beruht darauf, dass man die Leute zusammenbringt, die eine gleiche oder eine ähnliche Meinung haben. Das ist grundsätzlich natürlich nicht verwerflich. Allerdings ist es in diesem Rahmen, in dem das mittlerweile sich entwickelt hat, so, dass ein offener Diskurs unterbunden wird. Denn wenn ich nur noch mit Leuten zu tun habe, die meine eigene Meinung teilen, bin ich nicht mehr in der Lage, Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen, die eine andere Meinung haben. Angry people click more, hat die Ingrid Brudnick jetzt diese Woche in ihrem aktuellen Blog geschrieben. Und das bedeutet, Wut ist wohl die antriebsstärkste Emotion im Netz, aber wahrscheinlich auch im echten Leben. Wütende Menschen teilen viel schneller und häufiger Inhalte, die sie empören. Empörung ist ein riesengroßer Motor. Zeit nachzuprüfen, ob diese vermeintliche skandalöse Meldung wahr ist oder unwahr ist, diese Zeit nehmen sich die Leute auf Social Media meistens nicht. Deswegen haben wir das Phänomen, dass Fake News, Falschmeldungen, Desinformation oder auch verunsichernde Inhalte, wie das jetzt erst ganz kürzlich, vor 2 Wochen, glaube ich, ging das los mit der Nikola-Lüge, nennen wir sie, dass die so eine riesengroße Verbreitung finden. Also das Beispiel mit dieser Nikola-Sache finde ich ganz interessant. Da ist ein Politiker in Niederösterreich, der ein Sujet postet, das sagt, der Nikola darf nicht sterben. Kein Mensch hat je behauptet, dass der Niccolo stirbt oder dass der Niccolo nicht mehr in die Schulen gehen darf. Aber diese Meldung, dieses Sujet, hat sich innerhalb von 24 Stunden tausende Reaktionen erreicht. Hunderte Shares, hunderte Kommentare. Und es ging dann weiter. Das war eine ganze Kampagne. Ich sage Weihnachtsmarkt, Christkindlmarkt. Oder wie war das? Christkindlmarkt und nicht Wintermarkt. Das erweckt, das ist keine klassische Falschmeldung, das ist kein klassisches Fake News. Aber das besagt, oder es vermittelt den Eindruck, es gäbe vielleicht irgendwo eine Art Verordnung,
die behauptet, man dürfte jetzt nicht mehr Christkind im Markt sagen. Natürlich gibt es diese Verordnung oder Anordnung oder sonstiges überhaupt nicht. Das ist einfach eine reine Verunsicherung der Bevölkerung. Aber auch dieses Sujet hat tausende Reaktionen hervorgerufen, hunderte Kommentare, wurde x-mal geteilt und hat unglaubliche Reichweiten erreicht. Dann haben wir in Österreich die ganz besonders schöne Situation, dass natürlich der Boulevard sowas sehr unterstützt. Österreich hat sofort einen Artikel hinterhergeschossen. Das war übrigens der klickstärkste Artikel der vergangenen Wochen im deutschsprachigen Raum. So, und dann kommen die Entgegnungen, dann kommen Richtigstellungen. Diese Richtigstellungen erreichen aber niemals diese Reichweite, die diese anderen beiden Sujets erreicht haben. Und das ist das größte Problem. Jetzt haben wir es hier mit nicht klassischen Fake News zu tun, sondern nur mit Verunsicherung. Mit Fake News geht das aber ganz genauso. Wir sind der Meinung, und da sind wir beim Frieden natürlich, im Netz, den wir erreichen wollen, dass die Worte selbstverständlich eine Basis legen zu Taten. Und da muss ich jetzt kurz ein bisschen ausholen, ich hoffe, das klappt jetzt hier mit der Präsentation. Zum Hexenhammer. Wir haben mit Social Media einen Bereich, der ziemlich jung ist. Und wir haben hier noch keine Spielregeln, keine echten gefunden. Als der Hexenhammer rauskam, war das Phänomen ja nicht neu, dass die Leute darüber gesprochen haben, dass es Frauen gibt, die etwas Böses wollen, Hexen, heilen, wie auch immer. Das gab es vorher auch schon. Allerdings war der Buchdruck erfunden. Und mit der Erfindung des Buchdruckes haben diese Rumors plötzlich eine Verbreitung gefunden, die eine ganz andere Breite schaffen konnten. Erst nach dem Hexenhammer gab es so etwas wie ein Medienrecht. Das entstand erst danach. Ähnlich war das natürlich mit der Erfindung des Radios, ähnlich war es mit der Erfindung des Fernsehens. Hier haben wir ganz klare Regeln. Wenn eine Falschmeldung draußen ist und es ist gerichtlich bewiesen, dass es falsch ist, dann gibt es eine Richtigstellung. Das haben wir bei Social Media nicht. Wir haben hier einen ganz, ganz jungen Bereich. Wir haben noch dazu die Schwierigkeit, dass es eben ein privater Konzern ist, ein Großkonzern, der noch dazu den Sitz nicht in Europa hat. Das macht Klagen, all diese Dinge sehr, sehr schwierig. Und wir sind der Meinung, es braucht hier Spielregeln, um genau diese stimmungsverändernden Aktionen einzugrenzen, in den Griff zu bekommen. Das tut etwas mit unserer Gesellschaft. Und das haben wir jetzt sehr, sehr deutlich erfahren mit der Wahl von Donald Trump. Im Übrigen ein Klimawandelleugner. Das ist jetzt der mächtigste Mann der Welt. Das darf man niemals vergessen. Ja? Unter Freunden sage ich oft mal, wenn der jetzt morgen twittert, dass die Erde eine Scheibe ist, dann teilen sie das auch 10.000 Mal auf Twitter. Und es, ein paar tausend Leute glauben es dann auch, aber vielleicht tun sie es auch schon jetzt. Ja, also das Geschäftsmodell von Facebook, da waren wir stehen geblieben, bevor ich so wahnsinnig weit ausgeholt habe und Angry People Click More. Genau. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir da tun können. Natürlich ein Großkonzern wie Facebook unter Druck zu setzen, das ist eigentlich klassisch Greenpeace, wir sind da in einer ganz guten Tradition. Wir müssen aber natürlich die Politik zwingen, uns dazu zu unterstützen. Das ist jetzt vielleicht in der aktuellen Situation nicht besonders einfach. Dennoch haben wir der zukünftigen Bundesregierung bzw. den Koalitionsverhandlern erst kürzlich einen Maßnahmenkatalog übermittelt, mit 10 Punkten, die wir für wichtig erachten, um Frieden und Demokratie im Internet besser zu gewährleisten in Zukunft. Wir sind aber auch der Meinung, dass es eine europäische Digitalstrategie braucht. Davon mal ganz abgesehen. Wir glauben, dass wir das ändern können, dass wir das Internet tatsächlich zurückholen können, dass wir die Idee von Social Media, die eine sehr demokratische Idee ist, die uns aber von bestimmten Teilen der Gesellschaft auch abgenommen wurde und die jetzt sehr, sehr machtvoll ist, dass wir das zurückholen können. Dass wir Social Media weiterhin nutzen können, aber besser nutzen können. Dafür ist es notwendig, ein paar Dinge zu setzen. Wir haben, wie gesagt, einen 10-Punkte-Plan übermittelt.
der beinhaltet natürlich strengere Regeln für Social-Media-Betreiber, aber auch ein Nein zur Totalüberwachung. Wir fordern, dass Gewinne von Digitalriesen national versteuert werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wissen wir nicht erst seit Panama Papers oder Paradise Leaks. Und außerdem muss es, und da komme ich wieder zu dir, unbedingt notwendig, verpflichtend im Schulsystem verankert sein, dass eine digitale Grundbildung vorhanden ist. Und da reden wir jetzt nicht vom Programmieren, sondern geht es darum, dass man eine Kompetenz vermittelt, und zwar am besten schon bei Volksschülern, bin ich der Meinung, wie man mit Inhalten auf Social Media umgeht, wie man die bewertet, wie man sich selbst schützt. Ich habe selbst eine Tochter, die ist 10 Jahre alt. Alle Kinder in dem Alter haben ein Smartphone in der Klasse. Alle Kinder nutzen WhatsApp. Und ich wurde jetzt mehrmals damit konfrontiert, dass mich Eltern zur Hilfe gebeten haben, weil massive Mobbingfälle aufgetreten sind. Und zwar bei 7-Jährigen, bei 8-Jährigen, bei 9-Jährigen und bei 10-Jährigen. Und dann kriege ich wieder einen Anruf, dann fahre ich da wieder hin, dann sitze ich da wieder mit 5 Mädchen, die völlig am Boden zerstört sind, weil sie mitten in der Nacht um 11 irgendwelche grauslichen Messages bekommen haben, die wahnsinnig geteilt wurden in Gruppen und so weiter. Und da sehe ich ein massives Problem. Die Eltern sind nicht in der Lage, ihren Kindern Guidelines zu geben, wie sie mit diesen Medien umgehen. Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen sind ebenfalls vollkommen überfordert. Die meisten Lehrer sagen, oh Gott, ich will nichts damit zu tun haben, ich kenne mich nicht aus, ich kann da auch gar nichts machen und so weiter. Ja? Mobbing ist ein Problem, das in Schulen sowieso da ist. Wenn es dann digital plötzlich ist, dann wird es zu einem übermächtigen Problem und die Hilflosigkeit bei den Erwachsenen ist immens. Ich denke, man muss unbedingt dabei ansetzen, dass man Workshops, Unterrichtsmaterialien und einfach die Kompetenz an die Kinder gibt und gleichzeitig natürlich Lehrpersonal und auch Eltern schult. Und wenn wir jetzt damit anfangen, mit solchen Dingen, dann können wir das Internet tatsächlich in ein paar Jahren wieder da haben, wo wir es haben wollen, nämlich zu einem friedlichen Austausch, zu einem Austausch, zu einem Diskurs nutzen, Informationen weitergeben und als Medium, das mit klaren Spielregeln agiert, sinnvoll nutzen. Dazu möchte ich auch noch sagen, dass wir selbstverständlich gegen generelle Upload-Filter sind, definitiv, dass wir aber für das Notice and Fair Balance-Verfahren sind, nämlich dass ganz klar strafbare Inhalte wie Kinderpornografie, Köpfungsvideos, Aufrufe zur Gewalt nicht veröffentlicht werden dürfen. Ich denke, wir sind jetzt gesellschaftlich an einem Punkt angelangt, wo man sich über diese Dinge unterhalten muss, wo man nicht mit der kompletten Freiheit umgehen kann, weil sonst die Freiheit der vielen gefährdet ist. Ja, vielleicht noch einen Punkt abschließend. Wir sind bei Greenpeace und bei NetPeace, wir beobachten momentan die Verhandlungen natürlich ganz, ganz genau. Wir stellen fest, dass es viele schöne Überschriften gibt mit, wie wir glauben, wenig Inhalt. Unsere Kolleginnen bei Greenpeace haben neulich eine Presseaussendung gemacht, da stand, wir werden sie an ihren Taten messen. Wir tun das auch. Ja, wir werden ganz genau beobachten, wie die neue Regierung mit unseren Forderungen umgeht und werden da immer ein Stachel im Fleisch sein. Danke. Ja, danke für den super Vortrag. Ich habe ganz viele Fragen natürlich dazu und dann hoffentlich das Publikum auch und dann auch eingedenk des Vortrags, den wir vorher gehört haben. Ich habe ein paar Verständnisfragen, die ich gleich loswerden möchte. Das heißt, NetPeace ist ein europäisches oder ein österreichisches Projekt? Ja, also das ist eine Initiative, die wir jetzt. Das ist ganz schlecht, oder? Ja, genau. Wir haben das als Initiative in Österreich gegründet, haben aber natürlich den Fokus und den Anspruch darauf, das auch auf europäischer Ebene zu heben. Ja, wir haben jetzt einfach mal die Kampagne, sage ich jetzt mal, gestartet, die Plattform gestartet im September, auch um Erfahrungen zu machen,
wo agiert man wie, wo kriegt man Verbündete. Ja? Aber natürlich soll das auf ein anderes Level gehoben werden. Das hat viel mit Learnings zu tun, das ist für uns ein neues Feld, wie gesagt. Also wir betrachten uns auch absolut nicht als die super Match-Spezialisten. Da gibt es Leute wie eben Epicenter Works, die das definitiv sind, wo wir uns auch viel Beratung einholen, viel Feedback. Unser ganzer Maßnahmenkatalog ist ein offenes Dokument. Wir haben absolut immer Platz und Raum zur Diskussion, sind dankbar für Inputs. Wir glauben aber, dass wir als globale Organisation jetzt tatsächlich in der Pflicht sind, hier etwas zu tun. Auf europäischem Rahmen wahrscheinlich nicht im globalen Rahmen, denn von Amerika aus befürchte ich jetzt mal, ist der Zug ein bisschen abgefahren, aber Europa ist eine starke Kraft, die wir da auch einfach nutzen müssen. Vielleicht gibt es auch in Amerika andere Organisationen, die da wesentlich größer und schon seit vielen, vielen Jahren aktiv sind als in Europa, wo vielleicht auch noch mehr Bedarf ist. Ich habe jetzt nur noch eine Frage, weil ihr habt ja wahnsinnig viele Ebenen angesprochen, sozusagen auch sozusagen die ganze Bildungsebene, das Kompetenz, die Kompetenzfrage, aber ihr macht ja sehr viele andere Ebenen auch auf, also die ganze Frage der Infrastrukturen, wer ist für was verantwortlich, das spielt auch so etwas wie Netzneutralität hinein, ja, wenn man so will, was geht durch, was wird wie bevorzugt. Ihr habt über Steuer und sozusagen Finanz und Kontrolle gesprochen, ihr habt über sozusagen strafrechtliche Sachen, also eine Reform des Strafrechts, die angepasst ist, an die neuen digitalen Realitäten gesprochen. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Also unglaublich viele verschiedene Ebenen. Und es ist ja jetzt so, ihr habt jetzt schon Epicenter Works zum Beispiel in Österreich angesprochen, es gibt ja einige Initiativen, die in Teilbereichen, die ihr jetzt da ansprecht, tätig sind und auch schon seit vielen Jahren tätig sind, die habt ihr vor, erstens mal mit denen zusammenzuarbeiten, eng, das würde mich jetzt auch noch interessieren, und zweitens, weil du gesagt hast, für euch ist das was Neues, das Netz ist was Neues, aber ich glaube, für viele im Netz ist Kampagnenarbeit und Mobilisierung was Neues, ja, und zwar Mobilisierung auf der Straße, also Mobilisierung, nachhaltige Mobilisierung. Und da würde mich jetzt noch interessieren, ob ihr da nicht auch auf diesbezüglich eigentlich sehr viel anbieten könntet mit Greenpeace im Rücken. Ja, genau, das ist der Punkt. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, ein Kristallisationspunkt, wo viele Fäden zusammenlaufen, wo man sich treffen kann und gemeinsam nicht nur in einen Diskurs treten kann, sondern gemeinsam an einem Strang ziehen kann und tatsächlich die Dinge, auf die man sich in einem Konsens einigt. Und wie gesagt, ich habe davon gesprochen, wir bieten einen Diskurs an, wir sind offen für Inputs, wir wünschen uns Inputs und wir sind vollkommen dazu bereit und es ist wiederum eine Einladung, mit Menschen aus Netzinitiativen zusammenzuarbeiten, ja. Und unser Know-how im Campaigning und eben auch die Themen auf die Straße zu bringen, breitenwirksam mit den Leuten zu kommunizieren, ich glaube, das könnte eine gute Allianz sein. Und ich denke, das ist ein Punkt, wo wir sehr, sehr gewinnbringend, das ist jetzt ein blödes Wort, wenn ich vorher über gewinnmaximierende Großkonzerne, aber also eine wertvolle Allianz kann das bilden. Und wir sind da völlig guter Dinge. Wir haben bereits Leute zum Diskurs eingeladen, Roundtables, das war Ende August, glaube ich. Wir haben sowas immer wieder vor. Wir werden es ausschicken, Einladungen verschicken, freuen uns sehr über die Leute, die kommen. Und wir sind uns natürlich dessen bewusst, also speziell, wenn es um das Thema Upload-Filter geht, wir wissen, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, aber es gibt immer einen Konsens und es ist wichtig, dass man zusammen